Teil 8 des Schritt-für-Schritt-Guides steht an und heute geht's an die Investoreninsel. Heute gucken wir uns also an, wie ihr auf einer ganz leeren Insel, so mache ich es persönlich, einige Investoren draufgestellt kriegt, damit ihr genug Einfluss und auch Geld kriegt. Also, lasst uns loslegen. Moin moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank DAX und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier mit dem Schritt-für-Schritt-Guide. Bevor wir loslegen, nochmal eine ganz kurze Bitte. Der Kanal ist jetzt bei 1900 Abonnenten, erstmal vielen, vielen Dank dafür und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das doch ganz gerne mal, denn wir sind stark unterwegs zu den 2000 Abonnenten und die würde ich gerne dieses Jahr noch schaffen. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Zweimal die Woche kommen hier Anno-Videos. Und heute kümmern wir uns um die Investoreninsel. Bitte wundert euch nicht, ich bin jetzt hier direkt in meinem Spiel und ich habe hier auch schon 1,16 Millionen Einwohner. Passt also theoretisch nicht mehr so ganz zum Schritt-für-Schritt-Guide bzw. zu einem Anfänger-Guide. Das Ding ist aber, ich zeige das Ganze jetzt beispielhaft in der alten Welt. In der alten Welt ist eigentlich noch nichts gebaut, außer meiner Startinsel und zwei Gelehrteninseln plus Versorgung und einer Rohstoffinsel. Die Rohstoffinsel braucht ihr noch nicht mal zwangsweise dafür. Die hilft natürlich, das Ganze schneller aufzubauen, aber das Prinzip grundsätzlich funktioniert ganz normal, auch mit einer geringeren Rohstoffproduktion. Zu der Rohstoffinsel habe ich auch schon ein Video gemacht. Das verlinke ich euch gerne oben in der Infocard. Das erste, was wir brauchen, ist eine große Insel, theoretisch. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf eurem Cap Trelawney machen, dann habt ihr mehr Platz. Und eigentlich reicht erstmal ein Schiff mit 3 Stacks Brettern, 2 Stacks Ziegelsteine und einem Stahlträger. Wir gründen die Stadt und als allererstes bauen wir, Gründe in der Regel an dem größten Strand, an einem der kleineren Strände Depots. So viele Depots wie es geht, denn wir brauchen den Lagerplatz. Wir bauen die hier einfach hin. Okay, mehr gehen nicht. Jetzt haben wir schon mal 425 Lagerplatz und jetzt richten wir eine Route ein von der Insel, wo ihr Rohstoffe herstellt. Ich habe hier eine Rohstoffinsel grundsätzlich und ich transportiere auch schon. Das sehen wir hier, Rohstoff alte Welt. Ich transportiere auch die Rohstoffe schon ab. Wenn ihr jetzt aber nur meinetwegen auf eurer alten Hauptinsel, bei mir ist das Nordhapping, das die Rohstoffe produziert, richtet eine Route ein, haut hier erstmal alles drauf. Für den Anfang könnt es auch gerne ein bisschen mehr Holz und Stein sein, aber ihr könnt auch gerne direkt hier mit anfangen und einmal mehr Holz würde ich euch empfehlen. Dann haut ihr das hier rein, Schiff dazu, jetzt hier unten zum Beispiel mein Frachtschiff und dann geht's los. Und dann wartet ihr tatsächlich einfach, bis die Lager volllaufen und baut in der Zwischenzeit schon mal mehr Depots. Ihr baut die Strände hier komplett voll mit Depots. Wichtig, wenn ihr tatsächlich selber, also ohne Speicherstadt, die Investoren versorgen wollt, braucht ihr ein bisschen Platz für Quarzgruben. Ansonsten könnt ihr gerne den Strand komplett vollknallen. Und wie das Ganze aussieht, das habe ich hier oben schon mal vorbereitet. Das ist nämlich eine Insel, wo jetzt hier bei mir auch im richtigen Spiel Investoren drauf sollen. Die Strände sind voll mit Lagern und wir haben die Speicherstadt schon gebaut. Noch nicht ganz fertig, aber jetzt. Und die Speicherstadt statten wir, wenn sie denn mal angezeigt werden würde, komplett mit Depots aus, komplett mit Verladekais und komplett mit Exportbüros. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Wenn ihr am Anfang noch nicht alle frei habt, ist das auch nicht tragisch, das kommt mit der Zeit. Und wir bauen einiges an Anlegestellen. Ich habe jetzt hier 8 Stück insgesamt, das ist eigentlich schon ein bisschen viel, also ich denke so 6 Stück tun es auch. Hängt immer davon ab, wie viel ihr da hinschifft. Wenn ihr alles über die Speicherstadt macht und nicht so viele andere Schiffe anlegen, ist das natürlich nicht so tragisch, dann braucht ihr auch nicht so viele Anlegestellen. Wenn ihr alles aus der neuen Welt oder so herschifft, braucht ihr natürlich entsprechend etwas mehr Anlegestellen und der Rest wird wie immer gefüllt mit, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, mit Depots. Wenn das geschehen ist, wir alle Depots ausgebaut haben, und auch das Kontor am besten für noch mehr Lagerplatz. Ich komme jetzt hier auf 7000, da geht auch noch mehr, aber ich brauche es jetzt hier nicht so auf die Spritze treiben. Dann dürft ihr natürlich eins nicht vergessen, was ich jetzt hier vergessen habe. Das ist der Ölhafen. Investoren brauchen Strom, kommen wir nicht drum rum. Und dementsprechend brauchen wir auch einen Ölhafen. Wenn ihr natürlich Gaskraftwerke baut, kommt ihr theoretisch um den Ölhafen herum. Aber ansonsten braucht ihr einen Ölhafen. Für die Inselwahl ist eigentlich relativ egal. Gut, Cap Trelawney hat eh Öl. Ansonsten braucht ihr nicht zwangsweise auf der Insel Ölquellen. Hier sind jetzt 4 drauf. Ich werde sie nicht nutzen. Wenn ihr sie nutzen wollt, könnt ihr sie gerne nutzen. Und wir brauchen für den Aufbau, brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Items am Anfang. Aber ein, zwei benötigen wir dann tatsächlich doch. Da haben wir zum einen
Jörg von Meiching, Auge des Aurum. Den könnt ihr ganz normal einfach erforschen, wenn ihr das Forschungsinstitut habt. Ansonsten kriegt ihr den über Besucherhäfen. Das Forschungsinstitut, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, ist relativ easy zu bedienen. Und auch über die Attraktivitätsinseln habe ich ein Video gemacht. Ganz wichtig, was hier vorher noch passiert ist, bevor ich meine erste Stadt mit Investoren aufbaue, ist meine erste Stadt mit Gelehrten. Das habe ich im letzten Video aber auch schon einmal gesagt. Deshalb ist es empfehlenswert, mit der Gelehrteninsel anzufangen, meiner Meinung nach, dass man da schon mal ein bisschen Forschungskapazitäten kriegt und Items erforschen kann. Ansonsten gibt es theoretisch noch ein, zwei weitere Items, die euch das Ganze erleichtern, die aber jetzt gar nicht mehr zwangsweise notwendig sind. Natürlich haben wir weiterhin für die Versorgung, denn die werden wir mit den Hochrädern gestalten, den Bruno Ironbright, den Ingenieurstitan und natürlich den Dario, den Maschinenbauer. Den Dario, den Maschinenbauer, könnt ihr aber auch ganz normal einfach kaufen bei Eli Bleakworth. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht, das habe ich in den letzten Mal auch schon verlinkt, das kann ich euch gerne aber nochmal verlinken. Und wichtig ist, das wird jetzt hier eine Anfangsstadt, das heißt, das wird eine Stadt, um erstmal genug Einfluss zu kriegen. Und danach könnt ihr anfangen, irgendwelche perfekten Investoren, Inseln oder sonst irgendwas zu basteln. Aber die Insel hier ist sowas wie, ich sag mal, eine Grundlage für eine gute Bilanz und genug Einfluss. Und womit wir jetzt anfangen, deshalb machen wir uns hier auch, ich persönlich mache mir das am Anfang auf Crown Falls jetzt nicht, aber für euch funktioniert das Ganze natürlich auch, gebe ich mir ehrlich gesagt auch, ja, gar nicht so krass viel Mühe, das jetzt hier perfekt zu bauen. Ich fange damit an, dass ich einfach ein Rathaus platziere und darum einfach das am besten ausbauen. Dann seht ihr den Radius in so einem Windmühlen-Layout. Das kennt ihr auch, also kennt man eigentlich auch schon. So das Prinzip aus Anno 1800, so werden eigentlich fast alle Layouts gebaut. Baut ihr einfach die Häuser drum, jetzt kopiert ihr die und dreht die einfach in so einem Windmühlen-Style hier drauf. Zack, fertig. Wichtig ist natürlich, dass ihr dabei die Häuser auch wirklich richtig setzt. Das heißt, wenn ihr Platz lasst hier zu dem, könnt ihr, könnt ihr ruhig hier wirklich an der Kante vom Rathaus bauen. Einmal checken. Okay, das Haus ist nicht drin. Das Haus hier ist drin. So, jetzt kopieren wir es drauf. Und dann ist gut. Das ist ein bisschen doof kopiert, aber gut. Und das sind alles, also solche Rathauskreise stellen wir jetzt komplett auf die Insel. Das heißt, wir kopieren jetzt einfach das Rathaus und stellen das hier, ihr könnt das hier dran stellen, das funktioniert. Bedenkt nur bitte, dass ihr Schienen braucht. Das heißt, ihr müsst auch das Öl anschließen, also die Kraftwerke. Das heißt, wenn ihr hier einfach so ein bisschen, na ich sag mal, Platz zwischenlasst, ist das für den Anfang gar nicht so eine schlechte Idee. Damit ihr da so ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Platz oder Fehlerverzeihung für Schienen habt und das nicht perfekt bauen müsst, denn das ist nicht immer so ganz einfach. Und so kopieren wir jetzt hier einfach komplett auf die ganze Insel die Rathäuser. Lasst, wie gesagt, ein bisschen Platz dazwischen, dass da Schienen durch können und dann läuft das. So, und das reicht so tatsächlich auch erstmal. Lasst euch nicht irritieren. Ich habe hier aus Versehen ein bisschen viel mitkopiert. Geht manchmal nicht anders. Das reiße ich dann einfach ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Forschungsinstitut auch übrigens einfach die Lehmvorkommen in der Ecke schieben. Dann nerven die euch nicht. Und natürlich auch die Ölquellen hier vorne hin. Dafür müsst ihr einfach im Forschungsinstitut bei den bahnbrechenden Entdeckungen und der Naturbeherrschung Lehmvorkommen und Ölquellen verschieben auswählen. Aber wenn ihr viele Items erforscht, kriegt ihr das auch nebenbei. Aber meistens reicht das nicht, deshalb müsst ihr davon ein bisschen was erforschen. So, und das sieht ja jetzt schon mal ganz gut aus. Jetzt, das könnt ihr vorher machen, das könnt ihr auch jetzt erst machen, ziehen wir erstmal komplett Straßen um unsere Häuser. So, genau das habe ich jetzt mal hier unten gemacht. Ich habe das jetzt gecuttet, damit ihr da nicht, also damit ihr euch das jetzt nicht die ganze Zeit angucken müsst. Das geht aber relativ zügig. Ich empfehle euch, nehmt auch sofort Ziegelsteinstraßen. Weil die Reichweite eurer öffentlichen Gebäude mal 1,5 nehmen und dann habt ihr gleich, ja, ich nenne es Planungssicherheit und wisst am Ende nicht, also müsst ihr nicht berechnen oder so schätzen, okay, wenn das jetzt ein Feldweg ist, wenn ich nachher noch eine Steinstraße baue, bis wohin geht das Kraftwerk überhaupt? Und dann setze ich meistens hier erstmal irgendwo in die Mitte ein Kraftwerk rein. Ihr könnt auch theoretisch die hier außen dran platzieren, aber wenn ihr in diese Ecken hier oder in diese Lücken
die Kraftwerke platziert. Hier muss man dann mal gucken, wie man da eine Schiene zum Beispiel hinkriegt. Wie man vielleicht hier so die Straße baut. Dann kann man hier direkt erstmal, hier habe ich die Schiene sogar gespeichert, die Schienen durchlegen. Die schließt man jetzt an ans Kraftwerk. Das würde ich direkt am Anfang machen, denn dann sind die ans Kraftwerk, an den Ölhafen. Dann sind euch die Schienen später nicht im Weg. Und ihr müsst nochmal was umbauen. Denn das Kraftwerk ist das einzige öffentliche Gebäude, das ein Investorenhaus braucht. Auf jeden Fall für Einwohner oder beziehungsweise auch ein Ingenieurshaus für den Aufstieg. Ihr kriegt später noch den Palast, gerade wenn das auf Crown Falls ist, und mit dem erhöht sich die Reichweite der Kraftwerke. Deshalb mache ich mir überhaupt auch gar keine Gedanken über diese Ränder hier, sage ich mal. Denn auf Crown Falls haben die dann, oder auf der Insel, wo dann später euer Palast steht, und das ist auch die Insel, mit der ich anfangen würde, eine extrem große Reichweite. Wichtig ist für uns nur erstmal, dass wir genug Investoren kriegen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, an der Stelle Öl zu kriegen. Entweder ihr baut das Ganze nochmal über die Ölquellen und grundsätzlich zum Öl ausgiebig, habe ich auch schon ein Video gemacht, auch das verlinke ich euch oben. Oder ihr geht an eure Minen, baut da eure Handelskammer hin, baut eine Mine. Ich empfehle Eisen- oder Kohleminen, weil die einfach schneller arbeiten. Lagerhaus dran und schließt das an. Wenn ihr es hinkriegt, ist es sehr, sehr geil, wenn ihr natürlich das Kraftwerk bzw. die Mine in der Nähe des Kraftwerks baut. Wenn das nicht der Fall ist, ist das aber auch nicht tragisch. Und ich habe die Items jetzt gerade noch nicht hier, deshalb zeige ich es jetzt nicht auf der Insel, sondern ich zeige es auf der anderen Insel. Wir haben hier die Insel Kohle Arktis. Da funktioniert das Ganze genauso, beziehungsweise ich zeige es mal auf einer Bewohnerinsel, das ist vielleicht noch besser, nämlich meine Gelehrteninsel. Das ist genau das gleiche Prinzip. Da habe ich eine Eisenmine und ich habe hier drin Jörg von Meiching, Auge des Aurum fürs Öl, Feras Azerami, Meister der Hypnose und den erstklassigen Sapeur. Und durch diesen Jörg von Meiching, den ihr wie gesagt über das Forschungsinstitut kriegt oder aber auch über die Besucherhäfen, kriegt ihr bei jedem Arbeitsschritt Öl. Das heißt, diese Eisenmine bringt mir alle 4 Sekunden ein Öl. Ein Kraftwerk verbraucht alle 5 Sekunden ein Öl. Das heißt, diese Eisenmine kann ganz entspannt so ein Kraftwerk versorgen. Das geht ohne Probleme. Und was machen wir jetzt eigentlich? Weil das Problem ist ja, das Eisen läuft ja relativ zügig voll. Ne? Die laufen schnell. Erstens können die auch noch explodieren. Also baut Feuerwachen dran, nicht so wie ich. Baut einfach Feuerwachen neben. Ich glaube, ich habe das auf meinem Crown Falls hier gemacht. Baut einfach Feuerwachen neben, wenn ihr nicht wollt, dass die explodieren. Sonst müsst ihr die halt reparieren. Jetzt ist aber das Problem, das Öl wird natürlich nur generiert, solange auch Eisen produziert wird. Und deshalb müssen wir das wegschmeißen. Das heißt, wir gehen einfach auf Route einrichten. Das ist jetzt bei mir hier oben die Insel, Handelsroute die Insel. Ich kann das zum Beispiel jetzt zu meiner Kohleinsel bringen. Lade hier ein Eisen. Wichtig, wähle zuerst das Schiff aus. Bei mir ist es jetzt theoretisch egal, weil ich dafür extravagante Dampfer nehme und die brauchen eh alle Slots. Lade hier Eisen ein, Eisen aus und schmeiße es weg. Achtet darauf, dass das genug Schiffe sind. Wenn das nicht genug Schiffe sind, habt ihr irgendwann kein Öl mehr. Also lieber tendenziell ein Schiff mehr drauf. Und dann einfach Fracht entsorgen, so wird das Eisen immer weggeschmissen, wenn es zu viel ist. Außerdem könnt ihr es dann auf einer weiteren Insel für die Produktion nutzen, zum Beispiel für die Hochradwerkhallen. So, und jetzt fangen wir an, die Bauern aufsteigen zu lassen. Wichtig, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erwähnt, das einzig öffentliche Gebäude, was Investoren brauchen, Investorenhäuser, ist das Kraftwerk, außer natürlich für Geld. Deshalb ist es überhaupt gar kein Problem, außen extrem viele Marktplätze und so dran zu stellen. Theoretisch total ineffizient. Weil die reißen wir eh ab, sobald wir Handwerker erreicht haben. Das heißt, ihr haut jetzt hier die einzelnen Sachen dran. Ich hau immer noch die Luxusgebäude mit hin, weil die so ein bisschen die Aufstandsgefahr reduzieren. Ihr könnt natürlich auch noch zusätzlich Feuerwehren und Polizeistationen hinbauen. Ist auch empfehlenswert. Ich vergesse es ganz gerne mal. Baut die genauso wie alles andere erstmal außen dran. Wie gesagt, die perfekten Investoreninseln kommen später. Dann Shift und aufbauen für die Marktplätze und die Wirtshäuser. Und dann könnt ihr anfangen, die Bauern aufsteigen zu lassen. Ich zeige das jetzt mal exemplarisch an 2 Kreisen. Ich baue hier das entsprechende Kraftwerk auf. Wichtig ist, ich habe jetzt hier noch kein Öl, das heißt, ich hole jetzt hier gleich noch die Items ran, um natürlich auch Öl zu produzieren. Also das müsst ihr schon machen, beziehungsweise Öl herschiffen, produzieren, was auch immer. Und wir nutzen natürlich die Speicherstadt.
Die Speicherstadt nutzen wir, indem wir geklippte Hochradwerkhallen haben. Habe ich auch schon mal ausführlich erklärt, erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz. Ihr habt die Möglichkeit, die hier mit draufzusetzen, das funktioniert, oder ihr habt die Möglichkeit, das auf eine externe Insel zu bauen. Ist am Ende eigentlich Präferenzsache. Ich persönlich baue es aktuell noch auf eine separate Insel, weil ich die Hochräder meistens für mehrere Inseln eben nutze und dann funktioniert das ganz gut. Ihr könnt das aber auch einfach auf so eine Insel bauen. Das heißt, ihr haut hier eure Handelskammern hin. Und da bauen wir dann einfach die Hochradwerkhallen hin. Das habe ich aber auch schon oft genug gezeigt, deshalb gehe ich da jetzt nicht detailliert weiter drauf ein, sondern ich zeige euch einfach, was wir mit den Importwaren machen und verlinke euch das Video zur Versorgung so einer kompletten Stadt nur mit Hochradwerkhallen nochmal explizit oben in der Infocard, dass ihr da Bescheid wisst. Deshalb, ich schiffe jetzt hier einfach exemplarisch die Waren ran. Ihr könnt die natürlich aber dann halt produzieren oder ähnliches. So, ich habe einmal die Items rangeholt, einfach nur, dass ihr es einmal seht. Das ist, wie gesagt, ne, der Jörg von Meiching, Feras, der Sapeur. Und jetzt haben wir hier eine Ölproduktion von 11 Tonnen. Wir brauchen 12. Das ist natürlich dann noch nicht ganz so praktisch. Das heißt, das reicht noch nicht. Das heißt, wir brauchen einfach noch eine zweite Mine. Ist jetzt nicht so tragisch. Wenn das Ding irgendwann mal an Strom angeschlossen wird, habt ihr auch tatsächlich mehr als ein Kraftwerk pro Mine. So haben wir jetzt hier erstmal keine Probleme. Haben genug Öl und können unser Kraftwerk hier befeuern. Denkt nur wirklich dran, eine Abfallroute einzurichten. Ich zeige das noch einmal ganz kurz. Wir gehen hier einfach zack auf die Insel, auf die andere und schmeißen das Eisenerz weg, was tatsächlich ganz praktisch ist, weil ich brauche auf der Insel hier auch Eisenerz. Deshalb kann man das immer super kombinieren und dann habt ihr hier keine Probleme mehr. Jetzt, wie gesagt, kommt so langsam die Versorgung rein. Ich mache das hier nur mit schweren Geschützen und Hochrädern. Die Dampfmaschinen brauche ich anderweitig. Mit welchen Waren ihr das genau von diesen Hochrädern gestaltet, ist euch überlassen. Ihr könnt das halt auch ein bisschen aufsplitten, dass ihr zum Beispiel einige Waren, wie gesagt, jetzt bei mir zum Beispiel die Dampfmaschinen für andere Inseln nutzt. Was wir jetzt machen, wir gehen hier in die Speicherstadt und wir gehen jetzt hier einfach mal alle Waren durch, die wir für den Aufstieg brauchen. Wir brauchen Fisch. Wir brauchen natürlich auch Wurst. Am besten kategorisiert ihr das immer so ein bisschen nach den Stufen. Wir brauchen Wurst, wir brauchen Brot, wir brauchen auch Fleischkonserven. Wir brauchen Pelzmäntel, wir brauchen auch Brillen, wir brauchen Seife. Seife brauchen wir sogar noch vor den Fleischkonserven. Können wir leider nicht hochschieben, sehr schade. Und so gehen wir jetzt alle Waren durch, die wir brauchen werden. Kaffee brauchen wir natürlich auch, die Nähmaschinen, die brauchen wir sogar noch vor dem Kaffee. Und dann die Glühbirnen. Wenn ihr irgendwas vergesst, was auch mir definitiv passieren wird und auch euch passieren wird, dann könnt ihr das später immer noch hinzufügen, wenn euch auffällt, dass es fehlt. Aber so kommt ihr halt schnell an die Sachen. Und dann zieht ihr hier einfach überall die schweren Geschütze und die Hochräder rein. Wichtig, ihr braucht jetzt nicht so unfassbar viel Fisch. Also mir reichen hier theoretisch auch 20 Tonnen, aber 50 ist jetzt halt wirklich nicht viel. Deshalb gerade so diese Items hier in der Mitte, weil die Waren so 200, 300 reichen da locker, 400, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt. Und dann ist gut, mehr braucht ihr da nicht. Ne, vom Kaffee braucht ihr schon ein bisschen mehr, denn Kaffee braucht ihr ja später auch sowieso. Deshalb könnt ihr davon ruhig getrost ein bisschen mehr importieren. Seht ihr, die Brillen haben wir zum Beispiel schon vergessen. Die habe ich jetzt auch nochmal nachgereicht. Und was jetzt passiert, wir warten einfach auf Captain Morris. Theoretisch. Praktisch auch. Was wir in der Wartezeit machen können, ist natürlich theoretisch weiter Leute aufsteigen lassen. Oder wir kümmern uns halt schon mal um so Kram wie Schulen. Ihr könnt die Schulen auch ersetzen und auch die Marktplätze, das zeige ich auch gleich nochmal. Ich halte es aber angesichts der Tatsache, dass die Schulen und alles eh wieder wegkommen, für absolut unnötig, das jetzt durch Items zu ersetzen. Aber während wir warten, kann ich euch das einfach mal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir hier die Gouvernante. Die könnt ihr bei Ila Bleakworth kaufen. Die könnt ihr ins Rathaus packen und die bringt für alle Wohngebäude Schule. Das gleiche gibt es auch nochmal. Und zwar ist das die, ich kann sie auch einfach googeln, suchen, Marktplatz. Ist das die Krämerin, die ich jetzt hier gerade nicht finde. Da ist sie, die Krämerin. Die ist das Pendant dazu für den Markt. Auch die könnt ihr bei Ila Bleakworth kaufen. Sieht genauso aus wie die Verladerin.
glaube ich zumindest, dass die so hat. Sieht genauso aus wie die Verladerin. Lasst euch da nicht, die B-Laderin, Entschuldigung, lasst euch da nicht, ne, täuschen, passt auf, die sehen genau gleich aus. Dass ihr da das richtige Item kauft und nicht am Ende hier steht und ein dummes Gesicht macht. Und während wir jetzt auf Captain Morris warten, gibt es tatsächlich für euch jetzt erstmal theoretisch gar nicht so viel zu tun. Natürlich grundsätzlich, und das zeige ich jetzt hier nicht immer, was immer abläuft, sind so Sachen wie Gelehrte ausbauen, forschen. Ich forsche jetzt zum Beispiel gar nicht. Ist eigentlich nicht so smart. Ich forsche aktuell noch an meinen ganzen Schiffs-Items rum. Also das sind so Dinge, die ihr immer in den Wartezeiten erledigen könnt. Grundsätzlich. Ihr könnt jetzt natürlich hier auch immer weiter die Leute aufsteigen lassen, wie bescheuert, aber das ist eigentlich nicht Sinn der ganzen Geschichte. Denn wir müssen das Ganze halt so ein bisschen kontrolliert aufbauen, sage ich mal. Wenn wir jetzt hier das zweite Kraftwerk freischalten, dann haben wir nicht mehr genug Öl dafür und so. Deshalb baut das ruhig Step für Step auf, bringt hier zur Not ein bisschen mehr Öl ran, baut das Öl an, baut das Öl ab. Hier unten ist auch noch ein Eisenvorkommen, das können wir uns dann zum Beispiel holen. Und ansonsten seht schon mal zu, dass ihr so Sachen wie Universitäten und so hier rangebaut kriegt, dementsprechend das Baumaterial. Und natürlich, wenn ihr noch nicht genug Baumaterial hier habt, dann natürlich auch seht zu, dass ihr entsprechend Baumaterial reinkriegt. Und noch ein kleiner Tipp, ich habe sie jetzt noch nicht gebaut und ich habe auch gesagt, ihr braucht sie nicht zwangsweise, natürlich braucht ihr sie nicht zwangsweise. Aber ihr macht euch das Leben enorm leichter, wenn ihr vor allem einige Polizeistationen platziert. Die gehen euch ganz gerne mal auf die Barrikaden. Brände sind eigentlich nicht so wahrscheinlich, deshalb reichen weniger Feuerwachen, aber die gehen euch ganz gerne auf die Barrikaden und da helfen euch die Polizeiwachen. Sie sind natürlich kein Muss, wie gesagt, aber sie helfen euch, das Aufstandsrisiko zu reduzieren, gerade wenn ihr die Leute nicht versorgt mit irgendwelchen Luxusgütern, das sehen die nicht so gerne und dann gehen die ganz gerne auf die Barrikaden, deshalb Polizeistation eine super Sache dafür. So, gerade zur Sekunde läuft Captain Morris ein und bringt uns unsere ganzen Waren. Wir haben hier mittlerweile auch ziemlich volle Lager, also sollte das überhaupt gar kein Problem sein. Und jetzt geht es halt damit los, dass wir die Leute aufsteigen lassen. Wir sollten die hier nicht vergessen. Ich würde euch empfehlen, macht immer so wirklich einzelne Rathauskreise komplett, denn dann könnt ihr, wenn ihr Items habt, die auch immer wirklich in so ein Rathaus hauen und damit den vollen Effekt nutzen. Wenn ihr jetzt hier am Rand so ein, zwei Häuser nicht an den Strom angeschlossen habt, ist das tatsächlich nicht sonderlich tragisch. Ich zeige euch gleich, wie man das beheben kann, sage ich mal, dass trotzdem alle Häuser in dem Rathaus-Circle am Ende Investorenhäuser werden. Das ist relativ leicht noch zu lösen. Und sobald wir Investoren haben, können wir das Kraftwerk theoretisch auch einfach abreißen und an einer anderen Stelle wiederbauen. Denn sobald die aufgestiegen sind, ist es halt egal. Die brauchen erstmal keinen Strom mehr. Außer ihr wollt natürlich direkt zu Wolkenkratzern gehen. Was ich für den Anfang allerdings nicht empfehle. Denn das Ding bei Wolkenkratzern ist, sie kosten extrem viel Geld. Ich zeige euch hier einfach mal meine Bilanz. Allein die Wolkenkratzer kosten mich 2,15 Millionen Unterhalt. Und ich habe noch nicht sonderlich viele Wolkenkratzer und ich habe auch ein paar mit wirklich gutem Panorama-Effekt, wodurch das die Einnahmen der Investoren wieder höher sind. Ich würde euch empfehlen, erstmal die Versorgung der Investoren zu stabilisieren und dann zu den Wolkenkratzern zu gehen. Aber auch das, wie gesagt, persönliche Präferenz, das könnt ihr am Ende handhaben, wie ihr möchtet. Und das ist halt jetzt hier nur ein Leitfaden, wie es grundsätzlich möglich ist. Jeder muss da am Ende sein eigenes Spielstil finden. Jetzt, ich warte immer ganz gerne tatsächlich, bis alle Häuser aufstiegsbereit sind. Das ist irgendwie so, ich mag das halt lieber, wenn die alle auf einer Stufe sind, dann finde ich es halt übersichtlicher. Deshalb warten wir einfach noch auf die beiden Bauernhäuser, dass die jetzt hier einziehen. Sobald das erreicht ist, nehme ich einfach hier das Aufsteigetool. Ihr könnt auch einfach gleich die Bauernhäuser anklicken. Shift, U und zack, habt ihr Arbeiterhäuser. Wichtig, damit dass die alle aufsteigen. Denkt daran, wenn ihr auf irgendwelche Arbeitskraft angewiesen seid, macht das lieber manuell mit diesem Tool. Ansonsten ist das Prozedere jetzt relativ simpel. Die Arbeiter ziehen ein, weil sie ja schon komplett versorgt sind. Wir haben alles importiert, was wir benötigen für die Arbeiter. Wir haben auch schon alles für die Handwerker danach, die Pelzmäntel, die Fleischkonserven, die Nähmaschinen und dann auch den Kaffee, die Glühbirnen und die Brillen für die Ingenieure. Mehr brauchen wir ja nicht für die. Alles weitere, Sekt oder ähnliches, ist dann nur noch Investorenware, sage ich mal, Zigarren. Und da können wir uns dann am Ende tatsächlich einfach aussuchen, was wir versorgen wollen, um die Investoren halt auf der Insel zu halten und damit die Gebäude nicht verfallen. Aber das ist dann
eigentlich, sobald ihr nur eine ganz normale Produktion mit den Hochradwerkhallen habt, gar kein Problem mehr. Und es sind halt in dem Sinne billige Investoren, weil ihr nicht viel Produktion aufbauen müsst und dafür doch relativ viel Geld und Einfluss gekriegt. Noch ganz wichtig, bezüglich des Geldes, das kann ich jetzt einfach mal ganz kurz sagen, während wir auf den Aufstieg warten. Ein super Item für Geld ist am Anfang immer Mr. Garrick. Mr. Garrick, Gründer des Tycoon Clubs. Dadurch erhaltet ihr für alle Wohngebäude, die mit Bankhaus versorgt sind, Schmuck und Taschenuhren. Taschenuhren habt ihr in der Regel über die Produktion mit den Hochradwerkhallen, aber Schmuck nicht. Und das ist natürlich ziemlich nice. Ihr kriegt natürlich auch 5 Einkommen mehr noch pro Investoren-Ingenieurshaus für Banken. Das ist jetzt nicht so krass viel, aber der Schmuck macht schon ziemlich viel aus. Deshalb, den könnt ihr immer super nutzen. Den könnt ihr auch einfach bei Ilya Bleakworth kaufen. Also der ist, nur damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, ich habe den hier in relativ vielen Rathäusern tatsächlich drin. Und Schmuck alleine bringt 171 Münzen für das Haus, pro Haus. Und in so einem Rathaus steht wirklich einiges an Häusern. Also hier haben wir alleine 12, dann nochmal 10 sind 22, 29. Das Ganze natürlich mal 4, ne? Also über, deutlich über 100 Häuser und dann jeweils 171 Münzen, also 17.000 Münzen nur extra für ein Item pro Rathauskreis übrigens. Das ist schon ziemlich nett. Also denkt dran, die Bank zu bauen und dann den Mr. Garrick zu nutzen. Und dann natürlich auch das Clubhaus für mehr Geld später. Aber auch das sind alles Sachen, die kommen dann. Jetzt sind wir, ne, die Arbeiter sind schon fertig, das geht relativ zügig. Jetzt haben wir die Handwerker schon. Also wir gehen hier wirklich, wirklich zügig durch. Ich zeige euch nochmal ein weiteres Item, das ihr eventuell über Besucherhilfen kriegt. Oder ihr könnt es auch erforschen. Das ist Joseph Beaumont, Gründer des Reformclubs. Der ist dann ziemlich cool, wenn ihr ein Clubhaus habt und keine Zigarren erfüllen wollt. Denn der bringt euch für Bewohner, die ein Clubhaus haben, Zigarren. Das ist natürlich super nice. Ein Clubhaus ist easy gebaut, ist nicht sonderlich riesig, ist viel, viel kleiner als die Bank sogar und braucht auch nicht irgendwelche Sachen, um das zu versorgen. Wenn ihr weiter Strom habt und ganz krass sein wollt, könnt ihr noch Pietro Iona Proud, Philosoph des öffentlichen Wohls, mitnehmen. Denn der sorgt dafür, dass Gebäude, die Elektrizität haben, Bankhaus und Clubhaus erhalten. Dann braucht ihr nicht mal mehr das Bankhaus und nicht mal mehr das Clubhaus bauen. Den kriegt ihr aber nur über das Forschungsinstitut, ganz wichtig. Also wenn ihr kein Forschungsinstitut habt, könnt ihr den nicht kriegen. Und in der Regel lässt man den Strom dann ganz gerne auch erstmal weg, um dann zum Beispiel hinten das Kraftwerk zu bauen, um die zu Investoren zu machen und so weiter und so fort. Also den wirklich nutzen, wenn ihr Strom habt, denn sonst, wenn euer Strom ausfällt, fällt euer Bankhaus weg, euer Clubhaus weg, wenn ihr sie nicht selber gebaut habt. Dadurch fällt euer Schmuck weg und eure Zigarren und dann wird es ganz schnell eng mit dem Geld, wenn ihr darauf euch verlasst. Deshalb, das Item ist mit etwas Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Und die Handwerker sind jetzt hier auch gleich schon bereit zu Ingenieuren. Ich mache jetzt einen Cut, wenn wir die Ingenieure bauen, melde ich mich nochmal ganz kurz und dann das Ganze nochmal mit Investoren. Das brauchen wir uns jetzt hier nicht zusammen angucken, wie wir hier warten. Ihr könnt natürlich in eurer Partie dann andere, sinnvollere Sachen machen, aber ich warte jetzt hier kurz fürs Video. So, ich habe die Handwerker schon mal aufsteigen lassen, weil das Video schon relativ lang geht und wie ich den Knopf drücke zum Upgrade zu den Ingenieuren ist ja eigentlich relativ irrelevant. Wir haben bereits alle öffentlichen Gebäude ja gebaut und haben auch schon alles importiert. Deshalb geht es jetzt einfach nur ans Aufsteigen. Und wenn wir jetzt die Ingenieure aufsteigen lassen, fällt uns auf, dass wir hier am Rand noch Ingenieure über haben, die keinen Strom kriegen. Was wir jetzt machen können, hier drüben sind das übrigens nur 2, wir schieben ein Ingenieurshaus raus, ein Investorenhaus aus der Mitte raus und tauschen die einfach aus. Das gleiche hier drüben. Ich mache es immer so, dass ich die Investorenhäuser wegschiebe, die am nächsten, sage ich mal, am Kraftwerk dran liegen, damit ich gleich direkt weiß, okay, da ist auf jeden Fall Strom. Nicht, dass man hier am Ende irgendwie so ein bisschen in die Bredouille kommt, wo jetzt hier auf einmal noch Strom ist, wo nicht, wenn man das jetzt hier nur so am Rand die austauscht und so. Deshalb schiebe ich die da einfach hin und das Schöne ist, dadurch, dass die schon extrem viel, also extrem weit vollgezogen sind, können wir die auch fast direkt aufsteigen lassen. Also wie man sieht, hier sind ja schon 39 Leute drin. Strom bringt ja auch nur 2 Einwohner. Und die meisten sind jetzt schon einfach vollgezogen. Die ziehen jetzt auch noch gleich komplett voll. Und dann können wir die einfach upgraden. Und dann habt ihr schon 2 Rathauskreise
voll mit Investoren. Der eine fehlt jetzt hier noch auf den, ne, der steigt jetzt einfach gleich mit auf. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, sobald das natürlich für die ganze Insel abgeschlossen ist, logischerweise, ihr haut das hier alles raus. Ihr haut den Fisch raus, ihr haut und die Arbeitskleidung, das Brot, alles. Und was ich dann mache, ist, ich suche mir ein, zwei Waren, wenn ihr nicht die Produktion für mehr habt. Das heißt, ne, es funktioniert auch mit einer relativ geringen Produktion. Wenn ihr natürlich unfassbar viele Waren hier produziert, schwere Geschütze und alles, könnt ihr natürlich auch mehr importieren. Und ich suche mir dann Waren, die ich importiere. Zum Beispiel den Kaffee, von mir aus auch Glühbirnen und Brillen. Das reicht ja schon für Investoren. Denn wir wollen ja nach Möglichkeit erstmal den Einfluss und ein bisschen Geld. Wir brauchen jetzt hier nicht eine unfassbar hohe Produktion aufbauen. Wir haben zum Beispiel auch schon die Luxusbedürfnisse mit den Hochrädern gedeckt und den Schmuck ja über den Mr. Garrick, den wir ja eben hatten. Und was wir jetzt noch machen können ist, ihr importiert jetzt einfach so viel, wie ihr euch leisten könnt, sage ich mal. Das heißt, von mir aus noch Schokolade, die ist auch relativ günstig, sage ich mal. Da importieren wir dann von mir aus auch 600 Tonnen. Wichtig, gebt immer hier die Zahl ein, denn wenn ich jetzt hier 600 eingebe, kommen ja 98 schwere Geschütze, gebe ich aber 89, gebe ich aber 89 schwere Geschütze ein. Ach, das passt jetzt tatsächlich genau, das ist jetzt natürlich doof. Aber in der Regel wird für euch ungünstig gerundet. Das passt jetzt hier, weil das Tauschverhältnis wahrscheinlich ganz gut passt. Aber ich würde immer hier eine Zahl eingeben bei den schweren Geschützen und nicht bei der Ware, die ihr wollt, und das darüber anpassen. Und so kriegt ihr eure Investoren versorgt. Wie gesagt, wenn ihr eine perfekte Investoreninsel bauen wollt, wo die Produktion schon mit integriert ist und alles, habe ich ein Video zu gemacht, ist bereits oben in der Videobeschreibung verlinkt, in der Infocard verlinkt worden. Dann checkt das gerne ab. Aber so kommt ihr halt wirklich easy peasy an Investoren. Und jetzt habe ich, ne, wir sehen, ich habe nur Investoren. Und jetzt, was ich immer mache, ich reiße dann einfach das Kraftwerk ab, weil dann kann ich hier hinten eins bauen. Und dann geht das Prozedere weiter mit dem Rathauskreis. Wenn ihr natürlich genug Öl für zwei Kraftwerke produziert, geht das natürlich auch, ne, immer so weiter. Aber so könnt ihr euch einfach mit die ganze Insel arbeiten und Investoren bauen und habt dann nie wieder Geldprobleme. Ihr habt nie wieder Einflussprobleme mit der Methode beziehungsweise nach der Insel und könnt dann wirklich frei entscheiden, was ihr machen wollt. Ihr könnt die Arktis angreifen, ihr könnt die neue Welt in Angriff nehmen, ihr könnt NBESA in Angriff nehmen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Ihr könnt anfangen, Investoreninseln zu bauen, weil ihr genug Geld habt, ihr habt genug Einfluss, ihr könnt damit Rohstoffinseln bauen, was auch immer ihr wollt. Übrigens, zu fast allem gibt es Videos auf meinem Kanal, also checkt das gerne mal ab. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Der Schritt-für-Schritt-Guide ist an der Stelle tatsächlich erstmal, weil wir jetzt hier wirklich nur den Step bis zu Investoren gehen, vorbei. Sowas wie Hochhäuser und alles behandle ich in separaten Videos, aber dieser Step-by-Step-Guide ist hiermit zu Ende. Wichtig natürlich, das Ganze funktioniert auch ohne Items, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Ihr braucht nicht Jörg von Meiching, ihr könnt auch einfach selber Öl herstellen. Stellt das Öl selber in der neuen Welt her, da ist mehr als genug Platz. Hier sehen wir übrigens gerade, warum Polizeistationen wichtig sind. In der neuen Welt sind in der Regel mehr als genug Ölquellen, dann importiert ihr das Öl halt, kommt das Gleiche raus. Es geht auch ohne Speicherstadt, da müsst ihr die Produktion halt selber stemmen. Auch zu den ganzen Produktionsketten habe ich auch schon Videos. Aber so geht es halt am einfachsten und schnellsten und viele haben ja auch schon die ganzen DLCs. Aber es geht halt, wie gesagt, auch ohne. Ich danke euch auch an der Stelle fürs Zuschauen. Was mich nochmal interessieren würde, jetzt gerade wo es mir eingefallen ist mit den DLCs, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, mit welchen DLCs ihr spielt. Also spielt ihr mit allen oder welche habt ihr? Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie schon am Anfang gesagt, ich sag's nochmal, mache ich eigentlich nicht so oft, aber trotzdem, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das mal ganz gerne. Denn wirklich 70% der Leute, die den Kanal hier gucken, haben ihn nicht abonniert. Würde mich freuen, hilft mir sehr. Und ja, dann sage ich nur noch viel Spaß bei Anno. Tobt euch aus. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.